Eine Studie der Donau-Uni Krems zeigt, 62% der Mädchen und 38% der Burschen haben depressive Symptome. Jedes fünfte Mädchen und jeder siebte Bursche haben wiederkehrende Selbstmordgedanken. Und genau deshalb rücken wir dieses Thema heute in den Mittelpunkt. Und genau deshalb sind wir heute im Landesklinikum Mauer und da darf ich begrüßen den Direktor, Primar Dr. Christian Korbel. Herr Direktor, werden psychische Krankheiten mehr und seit wann werden die mehr, seit wann verändern sie die? Also man streitet darüber und kann nicht ganz genau sagen, ob die Krankheiten mehr werden. Man geht davon aus, dass wenn man so anschaut, wie viele Leute sind in einem Jahr krank, dann ist circa ein Drittel der Bevölkerung hat ja Krankheits-, also behandlungsbedürftige psychiatrische Erkrankung. Das, was wir aber ziemlich genau wissen, dass die Nischen für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft enger werden. Das heißt, es steigen stark an die Berufsunfähigkeitspensionen aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das war früher Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Bewegungsapparat, das sind jetzt psychiatrische Erkrankungen. Wer fällt viel schneller aus der Gesellschaft raus, wenn man nicht voll leistungsfähig ist? Das hat sich verändert. Wir haben Veränderungen in den Geschlechtern vielleicht, das sieht man, dass durch bei den Frauen haben mehr depressive Symptomatik und sind mehr vertreten bei der Magersucht, Anorexia nervosa. Die Männer sind klassisch die Patienten, die eine Abhängigkeitserkrankung haben. Alkohol war immer viermal so viel Männer wie Frauen. Und das verändert sich hin zu den Frauen hin, dass wir schon 3:1 und teilweise schon andere Zahlen haben. Da holen die Frauen auf. Herr Direktor, gibt es bestimmte Krankheiten, was jetzt mehr werden? Was außerstechen? Also es ist so, dass wir in der Gesamtzahl wissen wir nicht genau, ob die Krankheit mehr, aber es ist jetzt durch den Einfluss der Pandemie haben wir eindeutig viel mehr Menschen, die jetzt mit psychischen Krisen zu tun haben. Der Alkohol, der Drogenkonsum, der hat zugenommen. Ob das auf Dauer jetzt bleiben wird, wird man sehen, oder ob das eine Schwankung ist. Auch die Suizidgedanken bei Jugendlichen, die sind stärker belegt und die haben zugenommen. Man wird sehen, wie sich das in Zukunft auswirken wird. Durch das, dass wir über psychische Gesundheit reden und heute im Landesklinikum Mauer sind, würde ich vorschlagen, wir gehen eine Runde, weil Bewegung ist ja ganz gut für die Gesundheit. Ja, wir haben eh 93 Hektar, können wir lang gehen. Wie schaut es denn aus bei Menschen in meinem Alter? Also bei jüngeren Menschen, gibt es da Unterschiede? Ja, also es ist nicht so, dass im Alter die psychiatrischen Erkrankungen mehr werden in der Gesamtbevölkerung, sondern dass gerade bei Jungen, vor allem die Adoleszenten, so bis, sagen wir, bis 25, dass da die meisten psychiatrischen Erkrankungen zu bemerken sind. Die von Ihnen genannten Suizidgedanken führen natürlich nicht alle zu einem Suizid, aber es ist ein Zeichen, darauf reagieren zu müssen, weil der Suizid ist doch etwas, was uns sehr belastet in der Psychiatrie. Das ist der Notfall, wo man Menschen in Not helfen muss und beistehen kann. Die Suizidraten waren in Österreich, wenn man viele Jahre zurückgeht, so ähnlich wie die Verkehrstoten, und die Präventionsmaßnahmen bei den Verkehrstoten haben sehr geholfen sozusagen. Die sind viel stärker zurückgegangen als bei den Suizidraten sozusagen. Wir haben immer zwar schon einen Rückgang der Zahlen, aber jetzt seit der Pandemie gibt es wieder teilweise einen Anstieg. Mich hat die Zahl der Selbstmordgedanken am Anfang so schockiert. Nehmen Sie das auch so wahr? Können Sie die Studie bestätigen, dass das... Naja, es ist generell, dass die Suizidgedanken und natürlich dann auch der Suizid zu den belastendsten Sachen gehört, die wir in der Psychiatrie haben, wenn ein Mensch so verzweifelt ist, dass er eben aufgrund der Situation und seines psychischen Zustands nicht mehr Alternativen finden kann, sozusagen. Das ist immer der Notfall bei uns. Die Suizidgedanken sind ein Warnsignal, heißt doch noch nicht, dass es zu dem Suizid kommt. Wir haben aber gerade bei den jüngeren Leuten jetzt in Zeiten der Pandemie und im Anschluss daran eine höhere Angabe bekommen von mehreren Studien, die Suizidgedanken angegeben haben. Also da ist sicher genug Grund, dass man darauf reagiert und hier aktiv versucht, gegenzusteuern und was zu unternehmen. Wie viel Einfluss haben die sozialen Medien bei Jugendlichen auf die Psyche?
Naja, der Konsum von sozialen Netzwerken oder auch Online-Tätigkeiten können selbst auch zu einem Problem werden und bis zu einem Suchtcharakter, einer Abhängigkeit führen. Also wenn der Konsum so stark wird und die Bildschirmzeit so stark zunimmt, dass das der Mittelpunkt des Lebens wird und dass andere Hobbys und Verpflichtungen vernachlässigt werden und dass man merkt, es fehlt dann, wenn man es nicht hat, könnte das sogar zu einer Krankheit werden. Auf der anderen Seite denke ich, dass ja auch sehr viele Jugendliche auch eine Aussprachemöglichkeit mit Gleichgesinnten, mit Gleichaltrigen finden, vielleicht auch Kontakt bekommen in Richtung einer Peer Group, wo sie sich austauschen und auch eigentlich sich Hilfe organisieren können. Also man darf nicht nur das Negative sehen, sondern das Positive. Ja. Ist das im Zuge der Corona-Pandemie schlimmer geworden? Naja, ich denke, die Corona-Zeit war sicher, vor allem während der Lockdowns, eine Zeit, wo man automatisch mehr online war, weil auch der Unterricht so war und weil halt das die Möglichkeit war. Und das ist sicher schwierig gewesen, sich wieder einzukriegen auf eine Normalität hin. Auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, als Jugendlicher, man ist eingesperrt und hat nur die Eltern sozusagen, in dem Alter ist man einmal woanders, war das halt noch eine Möglichkeit, online mit den Freunden, Freundinnen Kontakt zu halten und sich auszutauschen und einer gewissen Vereinsamung auch vorzubeugen. Also ich glaube, dass das eher auch eine hilfreiche Geschichte war. Wenn ich bei mir selber jetzt irgendwelche Symptome merke oder merke, meine Psyche verändert sich negativ, was sind denn die ersten Anlaufstellen? Wo kann ich als erstes hingehen? Naja, üblicherweise ist die erste Anlaufstelle der Hausarzt, aber je nachdem gibt es auch spezielle Beratungsstellen wie der psychosoziale Dienst oder die Suchtberatungsstellen, die gibt es in jedem Bezirk in Niederösterreich. Aber auch ein niedergelassener Psychotherapeut oder Psychologe oder Psychologin können da was machen. Wenn es aber wirklich in den Bereich der Krankheit geht, also wenn man die Idee hat, dass man eine Krankheit hat, dann braucht man halt einen Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie aus dem niedergelassenen Bereich oder eben in einer Klinik wie bei uns im Landesklinikum Mauer für Notfälle, ist aber wirklich für Notfälle gedacht, haben wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen und für geplante Therapien, wie zum Beispiel Alkoholentwöhnung oder stationäre Psychotherapie, meldet man sich über den Hausarzt oder den niedergelassenen Psychiater an und kann dann geplante Therapie beginnen. Herr Direktor, wie hoch ist die Hemmschwelle bei den Betroffenen und wie kann man diese reduzieren, dass sie die Betroffenen auch wirklich melden dort? Ja, ich denke, die Hemmschwelle war früher stärker, sie ist jetzt noch immer da, aber das Thema der mentalen Gesundheit oder der psychiatrischen Erkrankheit auch ist ja doch schon weiter verbreitet. Wir werden es auch thematisieren 2026 in der Landesausstellung, niederösterreichische Landesausstellung hier im Gelände vom Landesklinikum Mauer und wollen hier auch eine breitere Öffentlichkeit in der Bevölkerung erreichen. Weil in der Gesundheitskompetenz der Österreicher, da ist noch ein bisschen Platz nach oben auch. Und das wäre der Ansatz, wenn man so die Gesamtbevölkerung anschaut. Jetzt sind wir schon in der Natur, jetzt tun wir schon was für unsere mentale Gesundheit. Was wäre sonst noch wichtig? Naja, es ist so wie überhaupt die Gesundheitserhaltung. Sie brauchen regelmäßig Bewegung, am besten in der frischen Luft. Sie müssen regelmäßig und gut sich ernähren. Und da schauen, wie das zusammenpasst. Man braucht dann Schlaf, ausreichend Schlaf. Gerade bei psychiatrischen Erkrankungen ist der Schlaf ja oft das Symptom schon von einer beginnenden Erkrankung. Umgekehrt fehlender Schlaf erschwert die ganze Symptomatik. Und das, was für den Menschen halt besonders wichtig sind, halt soziale Kontakte und hier vor allem so bedeutungsvolle soziale Kontakte, dass man hier jeder Rückzugstendenz entgegenwirkt und auch bewusst schaut, dass die Umgebung oder die Leute in Kontakt bleiben und entweder im Berufsleben oder in Sportvereinen oder Kulturvereinen oder jedenfalls immer an sozialen Rückhalt hat. Das sind halt gesundheitserhaltende Faktoren, im Allgemeinen, aber speziell auch für die mentale Gesundheit. Also oft die einfachsten Sachen. Herr Direktor, herzlichen Dank. Wir gehen nur ein Stück, glaube ich, durch euren Park.